Im Herbst des Jahres haben wir uns gemeinsam mit den Pädagogen, Therapeuten, Mitarbeitern im Schulheim Mäder dazu entschlossen, ein großes Projekt zu machen, das Schulheim Mäder vorzustellen. Die Idee, die wir geboren haben, ist, alle Gemeinden zu durchlaufen mit mehreren Staffeln, in die Gemeindeämter zu gehen, im Gemeindeamt den Bürgermeister zu besuchen und zu bedanken für das, was die Gemeinden für Menschen mit Behinderung im Speziellen, im Allgemeinen und für das Schulheim Mäder im Speziellen machen. Also diese Veranstaltung heute, Emotionen bewegen, finde ich deswegen eine tolle Veranstaltung, weil wir einfach in alle Gemeinden kommen, um dort das Schulheim Mäder vorzustellen zu können, allen Bürgermeistern Danke sagen können, was sie im Sozialfonds leisten in Form von finanzieller Unterstützung, der wieder uns zugutekommt, weil wir mit allen Mitarbeitern unterwegs sind, die die Läufer begleiten, die an den Infoständen dabei sind, die das Fest am Abend vorbereiten und durchführen, weil wir die Eltern in den Vordergrund stellen können, die ihre Kinder tagtäglich betreuen und einfach einmal ihre Arbeit auch in den Vordergrund stellen, was sie eigentlich so den ganzen Tag machen mit den Kindern. Ich finde es ein super Projekt, um unsere Schule endlich im ganzen Land bekannt zu machen. Und unsere Kinder haben so viel Freude daran. Und ich möchte allen Dankeschön sagen, die so viel mitgeholfen haben und mit viel Freude und Engagement dabei sind. Wir haben 7 Kinder im Schulheim Mäder und für uns ist es absolut unverzichtbar und ja, die Aktion ist stolz. Wir sind die Geschwister Mattis vom Taxi Mattis in Hohenems. Seit Bestehen des Schulheim Mäders fahren wir die Kinder vom Zuhause ins Schulheim und vom Schulheim wieder retour. Wir sind heute mit 8 Teams unterwegs, in Summe mehr als 60 Läufer und Radfahrer, die den Witterungsverhältnissen trotzen, in die Gemeinden gehen, den Bürgermeister besuchen, ein kleines Präsent, das von Schülerinnen und Schülern aus dem Schulheim Mäder gestaltet wurde, übergeben, Danke sagen und über unsere Arbeit informieren. Ohne den engagierten Einsatz der Läufer, der Radfahrer, der Helfer wäre Emotionen bewegen nicht möglich gewesen. Ich möchte mich an der Stelle bei allen dafür bedanken, die dazu beigetragen haben, dass die Veranstaltung so erfolgreich wurde und wir so tolles, positives Feedback bekommen haben. Ein großes Danke an die Läufer, an die Radfahrer, an die Helfer. Ein ganz großes Danke an unsere zahlreichen Sponsoren, die dazu beigetragen haben, dass die Veranstaltung auch finanziell ein großer Erfolg wurde. Ein großes Danke an die Gemeinden für die herzlichen Empfänge, so unter anderem auch Schulen, Vereine mit dazu beigetragen haben, dass die Läufer so herzlich begrüßt bzw. verabschiedet wurden. Danke auch an die Spender. Die Sponsoren und Spender haben dazu beigetragen, dass wir einen Teil dieses Busses mitfinanzieren konnten. Wir blicken also auf eine großartige Veranstaltung zurück und sagen nochmal recht herzlichen Dank und freuen uns auf Emotionen bewegen im Jahr 2016.